Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Heute habe ich ein schönes Ordnungsprojekt für euch. Und zwar habe ich mir so Stehsammler gebaut. Die sind jetzt noch nicht fertig, die sind noch nicht verziert. Ich brauche auch 5 Stück. Das heißt, einen muss ich noch machen. Und ich habe gedacht, da nehme ich euch dann mal mit. Die werden dann bei mir jetzt so aneinander geklebt, alle. Und dann noch verziert. Ich habe gedacht, ich brauche 5 und habe mir überlegt, einmal für Weihnachten, Trauer, Hochzeit, Geburtstag und Ereignisse, so wie Valentinstag, Einschulung, Konfirmation und Kommunion und so weiter. Und habe mir das auch schon zugeschnitten, aber weil das wirklich nicht, ja, es ist eigentlich einfach, aber ich habe mich jetzt schon zweimal oder dreimal, als ich den ersten gebastelt habe, habe ich, weiß ich nicht, wie viel Müll produziert. Und zwar ist die Anleitung nicht von mir. Die ist von Carola Henke. Die hat auch einen YouTube-Kanal, nur dadurch ist es mir eben passiert. Sie hat nicht genau gesagt, wo sie welche Seite anlegt, um zu falzen. Dadurch habe ich ständig Fehler gemacht. Ich habe mir hier auch 2 Schablonen gemacht, damit ich da immer wieder mal drauf gucken kann. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt weiß, weil das meiner Ansicht nach besser zu sehen ist. Und zwar braucht ihr einmal ein Stück Farbkarton in dem Maß 21 x 18. Damit fangen wir jetzt auch an. Und letztendlich wird das dann, ich gehe mal ein Stück höher, muss das dann so aussehen. So, wir legen hier oben die 18 cm Seite an und falzen auf dieser Seite bei 5. Drehen das Ganze dann, dass also der Boden im Prinzip dann oben liegt und falzen nochmal bei 5. Wobei es ist nicht der Boden. Also falzen. Das ist jetzt erst einmal im Prinzip dieses Teil. Das andere machen wir gleich. Dann brauchen wir ein Stück Farbkarton in dem Maß 21 mal 20 cm. Auch hier legen wir uns jetzt die 20 cm Seite, sprich die kürzere oben an. Falzen hier hinten einmal, das mache ich ja ganz gerne hier, bei 1 cm. Dann drehe ich mir das Papier, falze dann bei 6, schiebe es durch, dass ich hier wieder bei 1 anlege auf dieser Seite, drehe das Ganze und falze den Boden 5 cm. Das wäre dann vom Grundstock her dieses Teil. Jetzt müssen wir noch, wie ihr gesehen habt, ein bisschen was wegschneiden. Dafür brauche ich auch den Papierschneider, aber erstmal müssen wir uns Sachen markieren. Und zwar möchte ich ja einmal, dass die Diagonale auf dieser Seite ist. Das heißt, ich lege mein Lineal hier an der Falzlinie an und messe von der Falzlinie bis hierhin 5 cm und mache mir da eine kleine Markierung. Dann habe ich ja hier die Falzlinie, hier von dem 1 cm. Und auch hier unten von dem Boden. Jetzt lege ich hier das an die Falzlinie vom Boden an und markiere mir auch hier einen Punkt bei 5 cm. Dann können wir auch schon abschneiden. Wie gesagt, das ist das Teil 21 mal 20. Hier diese schneide ich links neben der Falz und schräg das hier auf der Seite ein Stück ab. Hier schneide ich mir die Falzlinie raus, ganz nah, einmal an die Seite und einmal an die Seite. Und auch hier diese 1 cm Lasche hier unten kommt weg. Schräge ich mir das auch an und auf dieser Seite schräge ich mir auch hier oben das an. So. Jetzt brauchen wir unser Schneidbrett. Und jetzt guckt ihr, dass ihr diese Markierung hier oben, ich hoffe, ich bin im Bild, und diese Markierung in die Schneidrille legt. Und zwar könnt ihr das ganz gut sehen, wenn ihr das Falzbrett zumacht, dann seht ihr jetzt, liegt dieser Punkt und dieser Punkt genau in der Mitte und da schneidet ihr ab. Und somit habt ihr die eine Schräge schon mal fertig. Ja? Ihr könnt das natürlich auch mit einem Cuttermesser und einem Lineal machen. Heißt, ihr verbindet euch einfach, legt das Lineal an, wenn ich das jetzt mal wieder so zusammen mache,
Am besten natürlich ein Metalllineal. Legt euch das hier an eure Punkte ab an und schneidet mit dem Cutter ab. Also ihr müsst dazu nicht zwingend dieses Schneid- und Falzbrett haben. Hier könntet ihr jetzt noch kleine Sachen ausstanzen, was auch immer. Bei mir kommt es allerdings weg, ich habe zu viele Reste. Dann kommen wir jetzt zu dem Stück, was 21 x 18 cm ist. Und da ist es wie folgt. Da brauchen wir mehr Markierungen. Und zwar einmal legt ihr wieder euer Lineal hier unten an die Falz vom Boden an bei 5 cm und macht euch hier oben dann eine Markierung. Das gleiche macht ihr an der ersten Falz, hier unten wieder bei 5 anlegen und auch hier eine Markierung machen. Diesmal brauchen wir die Schräge ja von der anderen Seite. Heißt, wir haben gerade von der Falzlinie nach innen gemessen, die 5 cm. Diesmal müssen wir von außen die 5 cm abmessen. Heißt, ihr legt euch jetzt hier an den äußeren Rand euer Lineal wieder bei 5 cm und macht hier die Markierung. Ja, ganz wichtig. So, jetzt schneiden wir wieder. Ihr könnt das gerne mit dem Cuttermesser machen, wenn ihr keine Falz- und Schneidemaschine habt. Ich mache das wirklich ganz gern so. Ich ziehe euch mal ein Stück runter. Jetzt lege ich mir erst diese beiden Punkte in meine Falzrille, gucke, dass sie auch wirklich gerade drin liegen und schneide jetzt nur bis zur ersten Falz. Ja, also nur bis zu diesem Punkt. Dann drehe ich das, dann habe ich ja hier diese Markierung von außen gemessen rein 5 cm. Und jetzt gucke ich wieder, dass ich mir diese beiden Punkte, dass ich die in meiner Schneiderille sehen kann. Hier muss ich noch ein ganzes Stück raus, dass beide wieder mittig liegen und schneide jetzt aber auch nur bis zu diesem Punkt. Ja, mit meinem Messer. Ich gucke dann immer, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, da, dann mache ich mal ganz langsam, dann kann man das nämlich wegziehen. So, das war's. Jetzt gehen wir auch schon ans Zusammensetzen. Heißt, wir schneiden jetzt hier unten noch das auch ein. Dann mache ich das auch so, dass ich ganz knapp rechts und links neben der Falz diese Falzlinie rausschneide. Bei der anderen haben wir das ja schon gemacht und jetzt werden alle Falzlinien einmal nachgezogen. Schön mit dem Falzbein kräftig drüber gehen. Auch diese kleine Lasche, Klebelasche und den Boden. So, und das machen wir auch mit dem Stück. Da haben wir ja nicht so viele Falzlinien. Ich fange jetzt mit diesem Teil an. Und dieses Teil klebe ich mir nach innen. Heißt, ihr könnt jetzt da natürlich Klebstoff nehmen, was euch gefällt. Flüssigkleber, doppelseitiges Klebeband. Also ich habe es komplett mit Flüssigkleber geklebt, weil hier ging es vielleicht noch, aber spätestens, wenn die Box zusammengesetzt wird, da hatte ich dann Angst, dass mir das zusammenklebt an Stellen, wo ich es nicht zusammengeklebt haben möchte. So, dann macht ihr das schön fest und... Also bei mir ist das jetzt auch so, da steht immer noch, obwohl ich die Falzlinie rausgeschnitten habe, so ein kleines Stückchen über. Da könnt ihr dann mit der Schere prima entlang schneiden. Das ist der Boden, das sieht keiner. So. Ja, also das kann passieren durch die Falzlinien, weil das Papier auch sehr dick ist. Hier ist es so, dass wir jetzt erst innen, so wie hier, dieses Designerpapier kleben, weil das deutlich einfacher ist. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück 4,5 x 15,5. Weil ich ja jetzt hier Weißes genommen habe, habe ich mich auch für eine andere Farbe entschieden an Designerpapier. Das ist uraltes Designerpapier, was ich noch in meinem Repertoire habe. Und ich muss ja Sachen auch mal verbasteln. Und darum ist es das jetzt geworden. Das ist einfacher jetzt zu machen als hinterher, wenn die Box schon zusammengebaut ist. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Hier ist es so, dass ich es
Ich weiß nicht, warum ich das so gemacht habe, aber klebe ich es nach unten. Schön fest. Gib dem Kleber ein bisschen Zeit, dass er wirklich anzieht. Und jetzt kommen einmal hier auf die Klebelaschen Klebstoff. Hier und hier. Und bei diesem Teil kommt es unten auf den Boden. Nicht zu viel, dass es euch rausquillt. So. Jetzt müsste ich euch ein bisschen rausziehen, damit ihr überhaupt sehen könnt, was ich hier mache. Ich stelle mir den jetzt auf. Und da will ich ja, dass das Innenteil da reinkommt. Dann schiebe ich das so ein bisschen so rüber. Und dann gucke ich, dass ich hier schön Kante auf Kante bin. Und auch hier am Rand. Ja. Hier schön gucken. Jetzt habe ich hier drin mein Lineal genommen. Und klebe schon mal den Boden ein bisschen fest. Dann lege ich es mir auf die Seite. Ich kontrolliere vorher natürlich, passt das hier prima. Und dann gehe ich hier mit meinem Falzbein vorsichtig rein, entlang der Klebelasche und drücke die so ein bisschen fest. Und das mache ich hier vorne auch. Das könnt ihr leider nicht sehen, weil das... Aber ihr wisst, was ich meine. Schön die Klebelasche festdrücken. Ja, und somit wäre euer Stehsammler schon fertig. Ja, den könnte ich jetzt im Prinzip auch dazwischen setzen, weißen dazwischen setzen, was auch immer. Aber ich habe mir das andere ja schon zugeschnitten. Wenn ihr jetzt sagt, so viele Stehsammler brauche ich nicht, ich möchte nur einen, dann habe ich jetzt noch hier für euch diese Seitenverkleidung. Und zwar braucht ihr zweimal DSP 15,5 x 12,5. Und auch das müssen wir uns zuschneiden. So wie hier, wie ich das für die Großen schon gemacht habe, dass ihr die eben rechts und links aufklebt. Und hier vorne könntet ihr Deko anbringen, was auch immer. Das zeige ich euch jetzt nochmal eben. Und zwar messen wir einmal von dem Rand rein 4,5 cm. Machen uns eine Markierung. Und von hier hoch 4,5 cm und machen uns eine Markierung. Das wäre diese Seite. Und nach Adam Riese machen wir es hier genau andersrum. Heißt, hier messen wir auf der linken Seite 4,5 hoch und von der rechten Seite 4,5 cm rein. Und dann wird das auch wieder diagonal abgeschnitten. Heißt, wir legen uns wieder diese beiden Punkte in unsere Schneidemaschine oder legen unser Lineal an mit dem Cuttermesser. Dann habe ich jetzt einmal schon diese Seite. Und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Sprich, wir legen uns jetzt diesen und diesen Punkt an. Gucken wir da, dass unsere Markierungen schön in der Mitte der Schneidelinie liegen und schneiden es uns ab und haben somit die Verkleidung für diese Seite fertig. Und wie gesagt, jetzt könntet ihr vorne noch, könnte man noch ein Stück zuschneiden. Ich glaube, das wird man sogar hier rauskriegen. Würde ich jetzt nehmen, die sind 5 mal 5, also 4,5 mal 4,5. 4,5. Ich glaube, jetzt habe ich an der verkehrten Seite abgeschnitten. Ne? 4,5. Nee, passt. So. Genau. Und dann könntet ihr das hier vorne auch drauf machen und hättet dann den schön verkleidet rundrum. Und dann könntet ihr ihn ja noch beschriften mit was auch immer, Karten oder, ne, was, oder eine Blume drauf machen oder was auch immer. Also ich finde die Idee mit diesen kleinen Stehsammlern total süß. Ich hoffe, dass euch die Idee auch gefällt. Wie gesagt, diesen hier werde ich verschenken.
Da kommen ein paar Karten rein. Und dann wird der verschenkt. Was ich noch ganz schön finde an der Größe, die Karten, die ihr dort rein tut, können passen, inklusive so eines Schutzbeutelchens. Also wenn ihr euch jetzt so eine Reihe Stehsammler baut, so wie ich das jetzt vorhabe, kann man die natürlich auch super auf Märkte mitnehmen. Ne, dann hat man hier vorne die Beschriftung, wie immer ihr sie auch gestaltet, welche Ereignisse da drin sind, Geburtstage, was auch immer. Oder ne, könnt ihr auch noch mehr machen. Ihr könnt sagen, ich teile Geburtstage auf zwischen Männer, Frauen, Kinder. Oder ne, da sind ja der Idee keine Grenzen und auch eurem Platz keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde eben die Idee sehr, sehr schön. Was nicht reinpasst, das sind diese eckigen Karten, diese 15x15 Karten. Also die würden jetzt dort nicht reinpassen. Da müsstet ihr gucken, ob ihr eine andere Idee habt oder aber ihr müsstet die entsprechend länger machen. Also ihr müsstet im Prinzip dieses Maß vergrößern. Ne? Also ihr müsstet im Prinzip dieses Maß entsprechend vergrößern, von beiden Seiten natürlich, ne, dass ihr sagt, ihr nehmt, was weiß ich, hier 20 und macht dann die Falzlinien so. Nur, dass ihr eben, ne, und hier eben entsprechend dann 22, dass ihr 2 Zentimeter mehr bekommt. Also, aber das könnt ihr euch ja größentechnisch anpassen. Also die würden dort nicht reinpassen, diese eckigen Karten. Was auch passt, das sind diese hohen Karten, finde ich. Also diese dienen lang. Allerdings habe ich dafür keine, also die gingen auch, die stehen jetzt zwar über, aber es hält. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es dann umkippen würde. Ja, und überhaupt nicht, wenn ihr mehrere habt und ihr würdet die verbinden. Also, aber ich habe leider, ich weiß auch gar nicht, ob es das gibt. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo man sowas kriegt. Diese Tütchen hier, die kaufe ich ja im Action. Achtung, Werbung. Und finde die auch mega toll. Und wie gesagt, das ist die Größe ausgemessen, dass eben auch diese Tütchen, die Karten mit den Tütchen da reinpassen. Ja, also, meine Lieben, wenn euch meine Idee gefällt, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.